Einzel, das Stumper gegen Matthias Falk spielen würde. Ganz wenig Schnitt in den Aufschlag reinmacht. Auch hier wieder. Und jetzt zum Ende dieses Satzes sieht es aus, als ob Gerasim auf den zweiten kann er abwehren. Gute Rückhandbanane, das nach der einminütigen Satzpause zwischen Kirill Gerasimenko und Kai Stumper. Schön gespielt, klasse Ball. Gerasimenko dann wieder 3 für Stumper und so weiter, den ganzen Satz schon. Aber den zweiten kann er nutzen. Übrigens anschließend kommt es zum Duell. Ganz wichtiger Punkt jetzt bei 9:8 für Gerasimenko. Und den ersten kann er direkt nutzen. Toller Ballwechsel zum Schluss. Somit gewinnt Kirill Gerasimenko mit 3:1 über Kai Stumper und bringt den SV Werder Bremen in Führung. Gleich geht es also.